vergriffen. Da ging die Sache elendschief. Garnhart und komisch. Unter diesem Titel rezitierte der Schauspieler Cornelius Obonia kürzlich im Schloss Zell an der Pram Gedichte und Skurrilitäten von Robert Garnhart. Robert Garnhart war ein Humorist und seine Lyrik ist halt eine, die einfach so übers Leben geht und er punktgenau meines Erachtens so Lebenssituationen beschreibt, wie man sie kennt. Und das in einer sehr potenten Art und Weise. Veranstaltet wurde die Lesung mit Musik vom Club Sau Optimist Ried Inviertel in Zusammenarbeit mit dem LMS Kulturkreis. Heuer haben wir Gott sei Dank Cornelius Obonia gewinnen können. Das ist ganz toll für uns, dass er gekommen ist. Er hat nämlich gestern seinen 50. Geburtstag gefeiert und bekommt von uns eine Geburtstagstorte überreicht und natürlich vom ganzen Saal ein Geburtstagsständchen gesungen. Unterstützt wird der Herr Obonia heute bei dieser Veranstaltung von den österreichischen Salonisten. Ein wunderbares Kammerensemble, das schon weltweit in den besten Häusern gespielt hat. Und wir sind froh, dass sie heute auch hier in Zell an der Pram spielen. Den Reinerlös aus der Veranstaltung spenden die Sauroptimistinnen dieses Jahr an das Frauenhaus Inviertel. Also wir sind sehr dankbar, dass uns so diese Optimistinnen so unterstützen. Also der eine Teil ist, dass wir die Mütter unterstützen und zwar in Form von therapeutischen Angeboten und dann nur die Kinder unterstützen bis hin zu Dingen im Alltag, wenn sie sich aufgrund der Flucht das nicht mehr mitnehmen haben können. Besonders Kinder leiden unter der häuslichen Gewalt. Die Geschehnisse begleiten sie oft ein Leben lang. Wir sind da, um den Kindern den Rücken zu stärken, die Angst zu nehmen. Sie werden in keiner Situation allein lassen, was für sie befremdlich ist. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, durch körperliche Präsenz und unsere Anwesenheit, die Kinder die Angst zu nehmen, damit sie ohne Angst in dieser Welt leben können. Stresssituationen begegnen Schülern und Kindern ja auch im späteren Leben. Mit den Peers-Projekten wollen wir einfach schauen, dass Jugendliche wissen, wie sie mit Problemen umgehen und wollen sie einfach zu starken jungen Menschen heranziehen, die einfach auf gesunde Art und Weise mit den Problemen fertig werden. Und ich danke wirklich von ganzem Herzen allen, die gekommen sind und uns unterstützt haben. Und ich freue mich natürlich sehr, dass das ein so gelungener Abend geworden ist.